Hi und Servus, liebe Leute, willkommen jetzt wieder hier zu meinem zweiten Gewinnspiel hier bei mir auf dem Kanal. Ne? Da, ja, ist ja heute mal wieder soweit. Ich habe jetzt ja gesagt, es ist irgendwie hier Mitte Januar. Ja, jetzt ist Mitte Februar. Ja, sorry mal dafür, ne, aber ich mache mal hier schon mal, ich mach meine Mucke an, ne, dass es nebenbei hier läuft. So, na, jetzt schauen wir doch mal, wie wo was. Ah, ich sehe hier gerade was. Sorry, dann auf geht's. Ja. Ja, moin, sorry, Donner und Splinter. Na? Ich würde mal noch hier mal sicher sagen, mal so ein, zwei Minütchen abwarten hier, bevor ich das Ding da hier dann dementsprechend starte. Ah, ich sehe gerade hier, ist doch relativ leise hier die Mucke. Hier machen wir es mal ein bisschen lauter. Ups. Ja, ich denke mal, so passt es. Jo, alle Klärchen. Ne? Gibt auf jeden Fall, kann ich euch ja schon mal hier, da sagen hier, drei Games. Ne? Zwei davon werden definitiv sowas von Kracher sein, nämlich einmal hier das hier. Na, das da. Sieht man das? Ja, ne? Assassin's Creed Origins ist dabei hier. Dann mal gucken, ob das überhaupt einer von euch da haben will. Battleborn, ne? Also ich persönlich fand es nicht schlecht, nach wie vor nicht. Nur da ist halt hier der Hinweis auch mal gleich hier. Okay, bei dir laggt's, das ist schlecht. der Hinweis da ja, da werden bald im Sommer, also Sommer bis Herbst, irgendwann werden die Server abgeschalten. Also wenn ihr da hier Platin haben wollt, müsst ihr dann das Ding hier halt spielen wollt, müsst ihr euch da ein bisschen beeilen. Und halt das hier, ne? Need for Speed Payback. Ja. Die drei. Wieso hängt das bei euch? Okay. Also bei mir läuft es normal, ne? Also ich sehe mich auch normal. Moin Gamer. Ha, okay. Das für meine Freundin ist die Hölle. Hölle, 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 Hölle. Oh Mann. Ja. Moin Azune. Tjo. Na. Ich schreibe das ja gerade mal nochmal ein hier. Die drei hier Dinger, da gibt es dann hier. Ups. Und hier, das hier. Da. So. Ups. Ja, bei Battleborn fällt es eh, ne? Rechtschreibfehler finde ich, darf sie behalten. Ja, aber die drei hier, wo es halt dann theoretisch dann geben, gleich hier. Okay. Jo, geht ja auch in Redon, oder? Hä? Jo. Dein Subscriber-Status ist ja auch abgelaufen, ne? Sorry, Dono. Nur da als Hinweis dann gleich mal hier, dass ich ja dann hier Punkte verpasst. Ja, aua. So. Ja, gut, mittlerweile. Ja, neue Leute, ich muss mal meinen, das passt eigentlich größtenteils. So, ich schalte mir schon wieder schon mal meinen Bot ein, beziehungsweise ich zeige den auch gleich euch da wieder hier. Ja, da ist er ja, ne? Das Ding haben wir. Und, wo haben wir es denn? Hier, da, Giveaway, ne? Das hier habe ich auch so überlegt mit 5 Minuten, ist aber hier relativ, viel würde ich meinen, deswegen machen wir einfach mal hier runter auf 3 Minuten, weil das reicht eigentlich dicke aus. Na, dass es hier nicht hier ewig lang da rumläuft. Und ich habe jetzt beim letzten Mal auch so eingestellt, das hier. Also sprich, ihr könnt hier von den drei Spielen da. Battleborn hat auch Story, also es geht auch offline. Servus, Wishmaster. Genau, also Story ist offline. Nur halt Multiplayer ist online. Ja. Genau, also sprich, ihr könnt nur einmal, sag ich mal maximal halt hier, man sieht es ja hier nochmal, 10 Tickets hier einsetzen, das wären ja in dem Fall dann 5000 Punkte. Na? Und dann könnt ihr so gesehen auch nur einmal gewinnen, weil ich habe ja das hier da so drin hier, dass hier der dann zum einen entfernt wird vom Giveaway, also rausfällt aus dieser Liste, alle anderen bleiben natürlich drin. Ja, und halt der eine, der gewonnen hat hier, der wird geblockt für das folgende dann hier. Dass er so hier nicht mehr mit reinschauen kann, sobald er gewonnen hat, weil ja, das sonst hier kacke wäre, wenn einer so dermaßen Lack hat hier, dass er alle drei Games absahnen würde. Na, das ist dann hier natürlich dann doof für die anderen. Da ist nämlich die Chance einiges höher. Also, von dem her. Oh, zapft es! Das hat natürlich hier nur am besten hier das Ding dann. Wenn auf jeden Fall 80 Euro ist, oder? 8 Monate.8 Monate, Euda.
Die Stimme, Euda. Ja, nice. Genau, Namen Thomas. So, deswegen hier müsst ihr so gesehen ihr euch überlegen, was euch lieber ist. Ne, ich zeige es jetzt gerade nochmal, weil jetzt gerade noch mal ein paar mehr drin sind hier. Also wie gesagt, hier Battleborn, ne, ist halt hier nur Server noch online bis Sommer bis Herbst circa. Dann sind die Server offline, das heißt Platin wäre dann gar nicht mehr drin, aber noch ist es drin. Ne, von dem her, gut, ja. Ist ja so eine Sache. Und jetzt dann eher die beiden anderen Titel, was ich fast wenden könnte, dass ihr den Kopf zerschlägt. Hier Need for Speed Payback. Ne? Und halt hier Assassin's Creed Origins. Ne? Die drei Games hier insgesamt. Ja, würde ich jetzt mal glatt auch mal meine, haue ich das Ding einfach mal schon mal an. Ja, Timer ist ja drin, seht ihr ja, 3 Minuten. Ne? Und da ihr mit dem Kommando ich will, dann ein Leerzeichen und dann halt hier eure Tickets, was ihr maximal setzt. Ja, und wie gesagt, halt einfach dran denken, dass ihr nur ein Spiel gewinnen könnt. Wenn ihr das eine gewonnen haben solltet, dann fliegt ihr für die nächsten beiden Games raus. No, also gut überlegen ja, wo wann ihr was da reinsetzt. Was für eine scheiß Werbung. Hä? Hm. Also wenn ihr die von Twitch meinst, normalerweise ist sie ja 30 Sekunden oder haben sie da irgendwas geändert? Das weiß ich jetzt gar nicht. Weil ich sehe ja hier, wenn ich mich selber angucke, sehe ich ja keine Werbung mehr, weil ich bin ja. Also, selber streamen und so. Namen Robert. Tja, würde mal meinen, oh boy, warte mal, fürs Osten machen wir jetzt hier einfach mal. Ja, machen wir einfach mal hier fürs Osten jetzt einfach mal 4 Minuten hier. Würde ich mal, würde ganz gut passen, weil wenn ich das Ding jetzt einfach mal anhaue. Genau, da steht es extra nochmal drin. Das habe ich mal so extra angepasst hier. Längere Haare. Wo ist denn das lang? Das ist nicht mal ein Zentimeter. Ja, genau. So, das habe ich ja schon mal angehauen. Ich wollte meinen, wir fangen mal ganz entspannt an mit dem hier. Assassin's Creed Origins. Ne? Mit dem fangen wir jetzt da einfach mal an. Ja, wie gesagt, hier, wenn ihr Ausrufezeichen ich will und dann hier zum Beispiel Leerzeichen 10 macht, werden dann insgesamt gleich mal 5000 Trophäen hier oder Punkte dafür eingesetzt für das Game hier. Und ja. Die werden dann halt definitiv, also am Ende des Giveaways hier, sind maximal halt hier, wenn ihr wirklich Pech haben solltet und keins von den 3 Games hier habt, werden eure Trophäenpunkte weg. Also das müsst ihr natürlich auch bedenken, ja, dass die dann definitiv hier, sonst hier alles verlieren könnt. Ne, ist halt hier wie so eine Art, ja, Gewinnspiel halt, ne, Glücksspiel und so. Wisst ihr ja Bescheid. Alter, okay. Ja, ihr seht es ja schon selber hier, das sind jetzt die Leute hier, die hier mit drin sind, also mit den Tickets und so drum und dran. Man hat es ja auch beim letzten Mal gesehen, ist er eigentlich überhaupt da? Ne, ist er glaube ich nicht, ne? Nicht, dass ich ihn sehen würde. Mit hier Death Trooper, ne, dass ich ihn selbst mit einem Ticket geschlagen habe, mit 10. Die Möglichkeit besteht natürlich auch, nur ist die Chance gewaltig höher. Ja. Alter Falter. Deine Punkte kannst du mit Ausrufezeichen Punkte zum Beispiel abfragen, ne? Jo. Wenn du das meinst. Ja, genau. Also danach, nach dem Giveaway, mache ich auf jeden Fall kurz wieder halt den Stream aus, weil ich ja das Ganze hier ummodeln wollen würde. Genau, Robert. Da siehst du nämlich jetzt schon, dass die 5000 Punkte abgezogen worden sind, ne? Instant. Jo. Und das ist jetzt dein Stand jetzt noch. Also theoretisch hier, jo, muss halt hoffen. So, genau, nach dem Giveaway machen natürlich den Stream wieder aus, model alles um, schmeiß die Playstation an, weil die ist selbst noch offline, das können wir eigentlich schon mal nebenbei machen. So, werde sie gleich piepsen hier, da. Genau, die fährt dann schon mal hoch, weil dann mache ich hier Next 2 danach auf Platin. Jo, und den Rest mal schauen, je nachdem wie lange ich da noch brauche. 20 Dinger hier. Ja genau, ein Ticket 500 Punkte, ja. Weil das steht hier, ne? Ticket kostet 500, 1. Ja, und maximal Stück sind auch drin mit 10. Wenn du es zusammenrechnest, 500 mal 10, kommst du auf 5000. Ja. Na, ach ja, siehst du, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. So, ich mache mal das nebenbei auf. Was haben wir denn jetzt noch? 1 Minute 12. Na, okay, läuft. So. Habe ich sogar, Thomas. Es waren nur 2,5 Kilo, aber ja, habe ich. Ja. Da sind echt viele drin, ja. Ja gut, aber so gesehen, wenn jetzt hier, keine Ahnung, zum Beispiel hier Robert jetzt gewinnen würde, ne, wäre ja für die nächsten 2 Games, fliegt er ja raus.
Hui. Da hat jetzt gerade das Stream geleckt. Gut, also wenn es jetzt bei euch geleckt hat, das liegt nicht an euch, sondern in dem Fall gerade an mir. Da sind wir mal kurz mal zusammen gesagt. Genau. Da wurde ja den Fall rauffliegen hier. Ne, 10 ist Maximum. Das habe ich ja hier so eingestellt, hier mit Max Tickets. Gerade um das hier, sag ich mal, die nicht ständig Zeit haben, dazu zu gucken, aber die Chance zu ermöglichen, weil 5000 Trophäen oder Punkte hat man ja doch relativ schneller zusammen. Ich liege immer an mir. Ja, danke. Genau, deswegen habe ich so mal beschränkt auf Maximum 10. Ob es natürlich künftig sich da ändert, weiß ich jetzt nicht. So, auf jeden Fall wären es dann nur 5 Sekunden, bin ich mal gespannt, weil ich mache ja in dem Fall nichts. Ne? Meine Hände sind ja hier. Ne? Also ich kann das Ding ja auch nicht beeinflussen da. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Ha. Gut, machen du der so selber selbstständig da. Ah, genau. Okay, der postet dann nur, dass es hier gestoppt wurde, aber er macht in dem Fall nicht selbstständig den Pick-Winner. Okay. Ah, naja, auch nicht schlecht. Ja gut, dann machen wir es einfach mal so, ne? Flop. Klicken wir da mal drauf. Im Ernst jetzt. Alter, also entweder hat er scheiß Glück hier oder keine Ahnung wie was. Oh mein Gott. Tja, aber jetzt habt ihr natürlich den Vorteil, gut, ich meine, Assassin's Creed Origins ist in dem Fall jetzt weg, ne? Genau. Der darf halt hier in dem Fall hier die anderen beiden dann nicht mehr. Also sprich hier, das hier klar, Assassin's Creed Origins hier, mal Glückwunsch an Soridono. Geht an dich hier, ne? Aber für die anderen beiden, also unter anderem die for Speed Payback, ist natürlich auch so ein klasse Ding da hier. ja. Dafür kann er jetzt nicht mehr voten. Ihr seht es auch selber schon in der Liste hier da, ne? Da ist hier rausgeflogen mit den Punkten. So. Ja, ja, machen wir einfach mal spaßeshalber, gleich mit dem nächsten hier weiter. Das Ganze voranpushen. Was haben wir jetzt hier nochmal drin gehabt? Ach ne, Schmann, das war hier. 10 Minuten, gut, das machen wir jetzt einfach mal runter auf 3, weil ich wollte meinen, das reicht. Ah, kann ich es gar nicht mehr einstellen. Ja gut, dann kann ich es auch nicht mehr einstellen. Ach ja, stimmt. Sag ich ja auch noch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich in dem Fall. Ja. Genau, ne? Machen wir einfach gleich mal hier nochmal das nächste Jahr, da würde ich meinen. Ja, ich probiere es jetzt einfach mal. Mal gucken, ob da einer Lust hat, ne, Battleborn. Um das Ganze mal ein bisschen interessanter zu machen, fällt mir gerade so ein, weil hier in dem Spiel sind nämlich wegen was auch immer, keine Ahnung für was das der Ding sein soll, wie so hier, so Charakterkarten sind das Ding hier, sind ja noch original verschweißt, ich habe keine Ahnung, was da drin ist, oder für was es gut sein soll, kein Plan. Naja, auf jeden Fall, das Ding ist drin. Für Battleborn, da bin ich mal gespannt, ob da sich überhaupt einen interessiert hier. Natürlich von Macher von Borderlands, wenn man es bei mir gesehen hat, oder beim Holger, haben wir ja zu zweit gedattelt, das Ding hier, also schlecht ist es nicht, meiner Meinung nach. Sure. Jo, alles klar, Soridono, ne? Dann dir viel Spaß noch, beziehungsweise euch viel Spaß noch. Sauf nicht so viel und wenn doch, trink ein Bier für mich mit, danke. Naja, kommt rein, sahnt Origins ab und geht. Nice. Ja, irgendwie sowas wie Sammelkarten, ja, ich habe keine Ahnung. Ja, steht aber bloß dran hier, enthält Charakterkarten, ja, keine Ahnung. Irgendwie sowas ähnliches wird es gewesen sein. Ich habe nur keinen Plan, wie er was da für Auswirkungen hat oder wie auch immer. Tja. Tja. Ja, genau. 3, 4, 5, ja, Gewinnchance 20%, ja. Ja, 2 Minuten 30 haben wir noch. Aber das ist echt praktisch, dass der hier den selbstständig jetzt zumacht. Von dem her brauche ich auf gar nichts eigentlich achten. Außer, dass ich dann hier da dann auf Pick Winner dann schlussendlich klick. Warte mal, da gehe ich mal lieber mit der Maus davon weg. Nicht, dass ich aus Versehen dann draufklick. Ja, das kriegst du auch, ja. Hat der Fichtel mich auch mal hier heute drauf angehauen, wie es denn da ausschaut, ob du das schon hast. Aber ich meine, nee, aus nächste Woche, weil ich selber noch brauche für dich Trophäen-Tipps. Aber ich bin heute Mittag hier damit fertig geworden. Also Montag kriegst du es definitiv mit, ja. Dann für ihn, von ihm, wie auch immer. Ja. So. Schuh. Naja. Mal gucken, ja. Servus, weiter. Kollegen von mir, Jörg, darf nicht an Gewinnspielen teilnehmen.
Also Familienangehörige definitiv, ja. Aber ich glaube nicht, dass meine Frau und meine zwei Kinder hier an dem Spiel mit reinkommen. Also das ist hier. Ja. Hat bloß nicht NFS. Okay. Ja, also wie gesagt, ihr habt ja noch hier eine Minute, was haben wir jetzt hier, 1 Minute 10. Ja, wird das hier, ne, Battleborn. Wie gesagt, also bis Sommer, Herbst hat es geheißen, also waren aber auch nur so Gerüchte technisch, dass da die Server abgeschalten werden. Keine Ahnung, ob die mittlerweile bestätigt worden sind, ne. Ja, macht auf jeden Fall Fels das Recht im Korb. Ja. Und die Story ist eigentlich auch nicht so verkehrt. So. Das nur mal so wie das Netz bei meiner Freundin ist mit dem Lab hier. Ach, lol. Jetzt gerade AC. Okay, nice. Läuft ja das Internet. Da. Ja. Ja, genau. Ihr könnt natürlich jetzt auch hier, wenn ich es jetzt gerade so lese, ne? Wenn ihr zum Beispiel gerade jetzt hier, weil es ja hieß mit NFS Payback, ne, wenn ihr das dann dementsprechend gewinnen solltet, könnt ihr das natürlich dann so gesehen ja auch weiter hergeben oder was ich da verschenken oder eBay verscherbeln, wie auch immer, das ist dann eure Sache. Na, das gleiche hat er mir letztes Mal Sorido neu auch gemacht hier. Dann habe ich gesagt, ja, nee, hat er mich ja danach angeschrieben hier über PSN, ja, hier gibt es Spiele über ihm, na, und so weiter. So, ja, ja, passt. Zeit ist ja eh vorbei, ne, klick mal einfach mal gleich mal drauf hier. Mal schauen da. Oh! Ja. Na, also sieht man es auch, es geht auch nicht alphabetisch vor, ne? Moin. Ja. So, also bei dir, Hatsune, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube hier. Wegen der Kabel. Ja, ich glaube mal nicht, dass ich von dir das habe, oder wenn ja, dann habe ich es vergessen aufzuschreiben oder irgendwie sowas. Also wenn ja, hier bräuchte ich halt irgendwie, kannst du ja über PSN oder irgendwie sowas hier, oder was ich, eine E-Mail oder sowas, hier mal kurz mal schreiben hier da, wie deine Adresse dann wäre. Also sprich, dass ich weiß, wohin ich es schicken soll. Na, weil sonst hier ist halt schlecht, ne? Dass ich es irgendwie zukommen kann. Auf jeden Fall hier, herzlichen Glückwunsch hier, ne? Hatsune hier für Battleborn. Denk mal, das wird ich auf jeden Fall fun machen. So, jetzt machen wir in dem Fall mal gleich das nächste hier, nochmal hier einmal kurz an da. So, mal kurz mal das hier, weil jetzt kommt das hier, ne? Need for Speed Payback. Ja, natürlich hier auch gebraucht, wie logischerweise die anderen beiden hier, weil ja, mit denen habe ich ja hier das Ganze gedattelt. Plus hier die Trophäentipps erstellt, na, von dem her, ja. Haben wir da das hier. So, genau. Ja, cool. Ja, genau. Na, wie gesagt, ja, also wenn jetzt das andere gewinnen sollte oder so hat hier und dann denkt, ja, okay, ich habe es jetzt zwar gewonnen, aber ja, brauche ich nicht, will ich nicht, wie auch immer. Könnt ihr ja dann immer da ausmachen. Ja, also ja, ich habe es zwar gewonnen, aber schick's lieber ihm oder wieso. Na, geht natürlich klar auch. Müsst ihr selber dann wissen, weil es theoretisch ab da dann, also sprich, ab dem ich auf Pick Winner klicke, ist es ja so gesehen euers. Na, von dem her, ja. Ja, klar, tun wir, ne? Kein Stress. Also ich renne jetzt nicht gleich instant danach los und gehe zur Post. Wird ein bisschen schwierig um die Uhrzeit. Ja. Jo. Ja, vor allem hier NFS ist ja mittlerweile auch gut, multiplayer-technisch gut möglich, nur dass man da die Collectibles nicht holen kann, ist ja nach wie vor ein bisschen doof. Aber die sind echt gut hinterher mit den ganzen Patches und alles drum und dran, also. Schlecht ist das Ding nach wie vor nicht. So, Post. Ja. Ja, nice Sache, ja. Ja, da gehen die Punkte flöten hier. Tja. Ach ja, ich warte übrigens, weil ich es jetzt gerade auch nochmal sehe, hier nur auf den neuesten hier Streamlabs-Chatbot, also sprich, der hieß ja vorher hier Enkbot.
Na, weil dann kann ich es auch endlich einstellen, dass hier diese Ränge nicht nach Punkte verteilt werden, also nach Trophäen, sondern nach Zeit, na, was wesentlich natürlich auch besser wäre für den Stream an sich, beziehungsweise für eure Ränge dementsprechend. Na, momentan geht es leider halt nur über die Trophäen an sich. Ich kann es nicht umstellen hier, dass es auf Zeit geht. Ja, wäre auf jeden Fall dann für euch auch besser, dass ihr mich hier die Ränge nicht immer verliert, wenn ihr die Punkte einsetzt. Aber das kann ich leider noch nicht einstellen. Das gibt der Bot nicht her. Ja, ist halt noch so ein bisschen doof. Aber man sieht ja eher, die Dinge da eh relativ. Warte mal, jetzt könnte ich ja, obwohl ich weiß gar nicht, ob das der. Ne, ich lasse lieber mal noch kurz dran hier. Ja, also momentan geht es halt auf jeden Fall nicht. So. Aber demnächst sollte es kommen, haben sie ja schon angekündigt. Von dem her bin ich mal gespannt hier. Na, ja, genau deswegen gehen wir, ne? Ja doch, theoretisch könnte ich auch fix einen neuen schreiben. Das würde ja auch gehen, ja. Das geht. Ja, aber es ist halt besser hier, wenn es auf Zeit laufen würde. Gibt auch meiner Meinung nach irgendwie hier mehr Sinn. Hier auf Punkte. Keine Ahnung. Script Kitty. Ja, die machen wir kurz mal die CMD hier auf. Ich hack mal den Planet. Nicht mal. Oh, meine. Ja, bin ja mal gespannt. Hier 30 Sekunden hier. Achso, ich werde mal nebenbei mal das hier aufschreiben, dass ich das Ganze nicht vergesse. So, Origins hier, das war ja mal wieder Sorry Dono, das ist unglaublich, dem sein Glück hier. So, Battleborn, na, ich schreibe jetzt einfach mal Hatsune hin, das weiß ich dann am schnellsten. Ja, so, Payback, bin ich mal gespannt hier. So. Jo, 30 Sekunden noch. Tja. Da bin ich mal gespannt, ja. 25% Chance, ne? Tja, genau, Bot ist dicht. Jo, na denn. Mach mal das gleiche mal nochmal da. Hopp. Oh. Tja. Der ist definitiv auch neu. Ja. Na wieso, der DFB-Pokal kommt ja auch weiter, ne? Von dem her, der ist ja eh klar, ja. Bayern gegen Frankfurt, Finale. doch, eigentlich schon. Also es gibt ja so an sich keine Gewinnerliste, ne? Das ist ja hier das Doofe. Tja, ne? Weil ich kann ja hier groß nichts machen. Das Einzige, was ich jetzt mal machen könnte zum Testen, weil eure Punkte, sag ich mal, hier sind ja jetzt so oder so weg. Leider, muss man in dem Fall immer wieder sagen, weil sowas hasse ich ja immer selber wie die Pest. Ja, ich werde es einfach mal kurz mal hier testen, aber wenn ich jetzt mal nochmal draufklicke, na, jetzt wäre es in dem Fall hier, wer war es hier, Robert, genau, so, wen haben wir noch? Ja, na, ja, Splinter und dann hier Gamer, na, so. Also, die Micro 6, ihr hört es ja selber, aber ich habe extra hier den Mouse-Click-Sound aktiviert von meiner Maus hier, dass man den ja hört hier mit dem, ne? Also, ja, viele Möglichkeiten habe ich da in dem Fall nicht. Letzter. Kennst doch von GTA 5. Was? Noch irgendwas im Haus, was du nicht mehr nutzt? Das könnte ich eigentlich beim nächsten Mal machen. Da könnte ich mir echt ja so Trostpreischen überlegen. Nur jetzt so auf die Schnelle habe ich jetzt groß nichts. Glaube ich. Ah, das könnte ich echt machen, ja. Sag ich mal so, bei bei immer so 5, 6, 7, 8 hier Dinger drin sind hier. Doch, das wäre aber echt mal so eine gute Idee. So die so Lucky Loser, sage ich jetzt mal. So, was ich, die ersten drei Lucky Loser oder irgendwie sowas. Das könnte ich für das nächste Mal echt machen. Ich glaube, das kriege ich auch hin. Das durfte gehen. Jo. Ja gut, auf jeden Fall klar hier, ne? Thomas hier dann in dem Fall hier mal Glückwunsch hier zu NFS Payback, ne? ja, irgendwie sowas, ja. Und mal gucken, was hier, was mir da sonst so einfällt. Ja, und dann der andere, ja, tut mir in dem Fall leid, ne? Aber viel große Einflussmöglichkeiten habe ich hier nicht, außer auf Pick Winner zu klicken. Und der Rest ist random von dem Bot aus.
Kennst du wahrscheinlich auch bei mir mit Wolfenstein 2, hatte ich auch immer so ganz tolle random Moments, na, mit meinem Leben Run, der war immer so super. Also Arschkarte und so was. Jo. Aber im nächsten Mal überlege ich mir echt hier da, hier Dingensmoments da, ne? Hier mit Toastpreise und so. Das mache ich auf jeden Fall mal. Das ist echt nicht schlecht. Ja. Ja, Thomas, ja, bei dir natürlich auch da, klar, das gleiche, ne, boy, natürlich auch dann hier. Ach, schreibe ich dich auch gerade mal hier, Thomas, so. Deine Adresse dann, ne, irgendwie, irgendwo, damit ich hier da das Ding dann hinschicken kann. Aber nicht jetzt. Also, ne, hinschicken, weil ich gehe jetzt nicht zur Post. Aber ja, auf jeden Fall die drei Games sind raus. Ich habe ja eh noch jede Menge Games, ich weiß gar nicht, sieht man das hier? Ja, wenn ich so ein bisschen rüben gehe, die Dinger, was jetzt so, warte mal, zeige ich jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Ne, da nicht, da, so, das hier. Die Dinger da hinten, also unter diesen Dragon Ball Büchern hier. Und unter den Energies, da die Dinger hier hinten, die da, na, die komplette Reihe ist voll, die habe ich eh noch über. Also sprich, hier mache ich da in dem Fall einfach hier so, würde mal so Mitte, Ende März, das nächste, in den nächsten drei Titeln hier, die hier nur besuchen. Ja, nee, aber das könnte ich echt machen, so Lucky Loser hier, die ersten, was ich sage mal, drei Lucky Loser oder sowas, das kann man schon machen. Weil ihr habt ja gesehen, dass ihr nach wie vor dann trotzdem noch auf das Pick Winner klicken kann. Na, dann mache ich da einfach hier über dieses Pick Winner, sag mal, weiß ich, wenn 10 übrig wären, ich keine Spiele mehr hätte, klicke ich halt noch dreimal auf Pick Winner. Ja, und dann wären so dreimal Lucky Loser mit Trostpreise. Zum Beispiel. Das ist echt eine geile Idee, das kann man echt machen. Weil hier kriegt man wenigstens das noch mit dreifacher Chance. Ja, wenn man nichts gewinnt, ne? Genau. Ach so. Oh Gott. Ja. Genau. Ja, genau. Ja, ich muss mal eigentlich so gerade so Mitte, Ende März ist eigentlich ganz gut hier, so kurz vor Ostern, sage ich jetzt mal. Ne? So ein verfrühtes Ostergeschenk dann. Wird da in dem Fall wahrscheinlich sehr, oder je nach Postauslastung, müsst ihr in dem Fall auch dann das Spiel dann noch vor Ostern bei euch da ankommen. Ja, von dem her wird es ja ganz gut passen. Und jetzt in dem Fall seht ihr halt einfach alles hier Valentinstagsgeschenk nachträglich. Genau. So, alles klar, da würde ich meinen, sind wir eigentlich soweit durch hier mit dem Giveaway. Also ich sage auf jeden Fall trotzdem mal wieder vielen Dank soweit hier fürs Mitmachen. Und für die Leute, die jetzt nichts gewonnen haben, ja trotzdem halt mal sorry, aber im nächsten Mal mache ich definitiv das dreifach Lucky Loser mal noch mit rein. Und vergesst mal hoffentlich hier nicht das Overlay, dass es hier dann beim Resub oder so hier wieder reinflattert. Also hier so rüber, über den Bildschirm. Ja, genau. So, wie mache ich jetzt? Genau, ich mache jetzt hier den Stream nochmal aus, ja, weil ich muss ja alles ummodeln, ja, meine Playstation und so weiter hier nochmal da. Was? Ne, Versandkosten zahle ich, by the way. Also ihr zahlt so gesehen gar nichts. Ja. Ja. Also ist klar, ne, ihr zahlt so gesehen nichts. Außer eventuell der Weg zum Briefkasten, je nachdem wie weit der weg ist von eurem Haus, nicht, dass ihr mit dem Auto da hinfahren müsst. Ja, genau. So, was soll ich jetzt sagen? Genau, ich modelle da mal kurz alles um. Schmeiß Neck 2 wieder rein hier in die Playstation. Also momentan immer noch Wolfenstein 2 drin, weil ich heute Mittag doch den Rest Trophäen-Tipps gemacht habe hier. Aber ja, dann machen wir hier Neck 2 noch Platin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und da sage ich mal hier, wenn ihr wollt, könnt ihr dranbleiben. Na, dann machen wir gleich weiter mit Neck 2. Also so ungefähr so Pi mal Daumen 10 Minuten brauche ich, bis das ganze Ding dann läuft. Und dann sehen wir uns gleich wieder in Neck 2. Andernfalls sage ich trotzdem mal, falls nicht ihr dabei sein wollt, na, weil hier euch einen schönen Abend noch und bis morgen eventuell, wenn ihr da Bock habt. Und sonst hier, ja, haut da rein, ne? Wünsche mir was hier und schönen Abend noch, beziehungsweise bis gleich.